Der Verzicht ist nicht gerade die hervorstechende Eigenschaft der royalen Klasse. In Dänemark scheint es anders. Außerdem ist es in den Königshäusern ja normalerweise wie in einem traditionellen Familienunternehmen, wo der Vorstand in der Regel wenig Lust auf den endlich bin ich nicht mehr wichtig Moment hat. Königin Margarete von Dänemark ist auch da anders drauf. In ihrer Neujahrsansprache hatte sie ihre Abdankung angekündigt, wird aber dennoch natürlich bewacht weiter durchs Leben gehen. Tja, und Sohn Frederik wird von Sonntag an dann nicht mehr Kronprinz, sondern König der Dänen sein. Christian Blenker. Liebling der Tortenmacher ist er schon mal. Dänemarks künftiger König Frederik X. Bekommt im Schaufenster dieser Kopenhagener Konditorei den besten Platz. Anlässlich des Thronwechsels haben sie ihm einen kleinen Kuchen gewidmet, der seiner Person nahe kommen soll. Diesen Kuchen haben wir männlich gemacht. Ein sehr dunkler Kuchen, aber gleichzeitig auch bekömmlich. Er schmilzt auf der Zunge und ist zudem elegant mit verschiedenen französischen Akzenten, so wie der künftige König. Umgerechnet 10 Euro das Stück und der Verkauf läuft bestens, ein gutes Vorzeichen für Sonntag, sagen sie hier. Dänemarks Hauptstadt leuchtet regelrecht vor Vorfreude und füllt sich bereits mit Touristen, die sich das royale Spektakel nicht entgehen lassen wollen. Ein Ende der Monarchie in Dänemark völlig ausgeschlossen. Das ist Geschichte, Dänemarks Geschichte. Wir wollen nicht darauf verzichten. Wir sind Royalisten. So viel Begeisterung für die Monarchie, das ist auch ihr zu verdanken. Denn Margrethe II. Hat immer auch ihre Besonderheiten behalten. Sie malt und entwirft Theaterkostüme. Lange raucht sie wie ein königlicher Schlot. An Silvester überrumpelt sie ihr Land. Nach einer Rücken-OP will sie nicht länger Monarchin auf Lebenszeit sein. Zur besten Sendezeit reicht sie Königinnenrente ein. 52 Jahre, nachdem ich meinem geliebten Vater auf den Thron gefolgt bin, werde ich als Dänemarks Königin abtreten. Ich übergebe den Thron an meinen Sohn Frederik. Der hat sich lange warm gelaufen. Kronprinz Frederik soll aber laut dänischen Zeitungen recht kurzfristig von der Entscheidung seiner Mutter erfahren haben. Der 55-Jährige ist beliebt bei den Menschen in Dänemark, wohl auch, weil er offen über die Unterschiede zu seiner Mutter spricht. Liebe Mama, du bist eine Frau, ich ein Mann. Du malst, ich treibe Sport. Du meisterst das Wort, mir fehlt es manchmal, du bist klassisch, ich mag Rock. Der Generationenwechsel läuft harmonisch, heißt es. Echte Krönungen gibt es in Dänemark längst nicht mehr. Die Insignien der Macht bleiben am Sonntag im Museum. Es soll bescheiden gefeiert werden, wenn Frederik auf diesem Balkon am Schloss Christiansborg als neuer König ausgerufen wird.